und jetzt. Wo ich hier. Komm, schau, ey. Was passiert? Hallo Leute, willkommen bei Team Small. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Wir reden heute darüber, wie man das Bein vom Gegner am besten fangen kann und dann auch kontern kann. Ja, Beinfang ist natürlich auch erlaubt im K1, wissen viele nicht. Es gibt aber ein paar Sachen, die man da zu beachten hat. Gerade wenn man das Bein eben fangen möchte vom Gegner. Zum einen, ich muss natürlich erstmal wissen, dass er kickt und dass er einen Middle Kick macht. Und hier in diesem Fall wird es der Roundhouse Kick sein. Hier, genau, zu meinem Bauch oder zu meinen Rippen. Das erste, was ihr beachten solltet, ist, dass ihr nicht in den Schlag reingeht. Das heißt, wenn ihr jetzt auf dieser Seite kicken würdet, dass ich hier auf die Seite gehe, weil dann wirklich der Kraft natürlich entgegen. Ja? Ich gehe mit dem Schlag praktisch mit. Das heißt, wenn ich jetzt mit der Seite kicken würde, gehe ich hier. Ja, wenn er mit seinem linken Bein kickt, gehe ich auch nach links mit rein. Wenn er mit seinem rechten Bein kickt, gehe ich nach rechts mit rein. Und fange das Bein praktisch hier. Hier. So. Und geht, während er schlägt, während er tritt, mit dem Schlag rein. Und so dämpfe ich den Schlag ein bisschen. Und dann habe ich hier genug Möglichkeiten, nochmal mit dem Kick. Ja, dann habe ich noch genug Möglichkeiten, hier zu arbeiten, hier zu kontern. Okay, das wäre so das Erste, was ihr beachten solltet. Ja, eine Zwischenfrage, die ich gleich nach dem K1-Event, das kennst du wahrscheinlich besser als ich. Ich fange fast nie das Bein. Ja. Wenn du das Bein gefangen hast und du machst ein Technik, musst du das Bein vorher fallen lassen? Oder kannst du die Technik machen, noch während du das Bein gehalten hast? Gute Frage, Alter. Das weiß ich selber nicht. Weißt du? Nö, da müssen wir mal im K1-Regelwerk der WKU nachschlagen. So, der Markus hat für uns nachgeschlagen, das Regelwerk mit dem Beinfassen. Darf ich jetzt kontern, muss ich ihn absetzen oder was ist das jetzt? Genau, laut dem aktuellen Regelwerk der WKU, also dem Verband, wo wir hauptsächlich kämpfen, für K1-Style, hier steht eben, was erlaubt ist, ist holding one leg with only one counter technique, after which the leg must be released. Das heißt, ihr dürft das Bein festhalten, dürft eine Countertechnik machen, das heißt entweder ein Punch oder ein Fußfeger. Danach müsst ihr das Bein loslassen. Den Link zum Regelwerk verlinkt euch der Michi sicher nochmal gerne in der Videobeschreibung. Da könnt ihr auch selber nochmal nachlesen. Okay, eine Sache, die ganz, ganz wichtig ist beim Beinfangen. Wie gesagt, ich selber in meinen Kämpfen fange praktisch nie das Bein, ich mache andere Techniken. Wenn ihr das Bein fassen wollt, dann seid ganz arg vorsichtig, dass der Gegner nicht täuscht. Ja? Gerade Michi, der sehr, sehr flink mit den Beinen ist. Es kann sein, er bringt zweimal hier Middle Kick, ja, und einmal, zweimal. Jetzt nehme ich mir vor, ey, jetzt fasse ich einfach mal sein Bein. Nehme meine Deckung runter und er täuscht schön gut und dann sitzt es im Kopf. Ja? Wie gesagt, gerade Kämpfer, die mit den Beinen sehr, sehr stark sind, besteht dieses Risiko. Passt da wirklich auf, dass ihr wisst, was ihr macht, weil ihr geht ein großes Risiko ein, ihr geht eure Deckung nehmt sich hier runter und selbst wenn ihr das Bein gefangen habt, das ist kein sicherer Punkt, ja, ihr habt nur das Bein gefangen, ihr seid in dem Moment in der besten Position, das heißt aber noch nicht, dass ihr einen schönen Treffer setzen machen könnt. Michi zeigt uns nachher noch ein paar Tricks, was man selbst dagegen machen kann, wenn der Gegner das Bein gefangen hat, da kann auch richtig was Krasses kommen. Deswegen seid sehr, sehr vorsichtig bei dieser Technik. So, und dann gibt es natürlich auch noch Möglichkeiten, dass wenn ich selber kicke und er mein Bein fängt, dass ich dann kontern kann oder da rauskomme. Zum einen, wenn ich hier kicke und er fängt mein Bein, muss ich schnell agieren, weil er will ja mich auch angreifen. Ich kann hier verkürzen und hier klammern, dann passiert mir gar nichts. Ja? Das wäre Nummer eins. Nummer zwei, das haben Markus und ich auch bei meinem letzten Gegner geübt, weil mein letzter Gegner sehr gerne das Bein gefangen hat, das wäre das Knie. Ja? Markus, einmal aufpassen, hier, ich springe mit meinem rechten hoch. Gerade wenn er vorgeht mit seinem Oberkörper, kriegt das Knie ins Gesicht. Ja? Da muss man natürlich schon ein bisschen athletischer sein und das auch ein bisschen üben. An den Pratzen haben wir das sehr, sehr oft gemacht, wir zwei. Das funktioniert auch. Dann gibt es noch eine Methode, die ist ja sehr spektakulär, kann auch ein K.O. bewirken, aber ihr habt es im Vorspann gesehen, man kann es da wirklich böse verletzen. Ich bin jetzt hier aufs Knie geknallt und ihr seht, auch ich mache Fehler und auch mir passieren Dinge im Training. Ich bin auch nicht perfekt und genau deswegen schneide ich das hier auch nicht raus, sondern zeige ich euch das im Vorspann hier nochmal in Zeitlupe für euch, wie das Ganze aussieht. Und da bitte aufpassen, das heißt, wenn ich hier mein Bein fängt, könnt ihr mit dem rechten hochspringen zum Kopf. Ja, aber es ist natürlich so ein spektakuläres Ding. Wenn er hier geschützt ist, passiert ihm auch nicht wirklich viel. Ich würde sagen, das Effektivste ist entweder das Knie
oder einfach zumachen. Ja? Da sich kein Risiko aussetzen, weil ihr habt gesehen, was passieren kann. Und es geht aber wieder alles schon ein bisschen blauer Fleck, aber alles okay. Deswegen, es war's eigentlich schon zu diesem Thema. Übt es doch mal im Training und versucht doch mal im Sparring. Ja, das war alles von uns. Das war Markus und Michael Smulik. Wenn ihr mehr von uns lernen wollt, www.wegzumweltmeister.de und verlinkt unser Online-Trainingsprogramm. Ansonsten war's das. Haut rein. Bis dann. Ich weiß es echt nicht. Weißt du es? Das wäre meine Frage gewesen. Mein Wissen stand der, du darfst es fangen, musst es fallen lassen und darfst es eigentlich nicht machen. Wir lesen nach für euch, Leute. Wir können auch nicht alles wissen. Okay, mal sehen, ob ich es überhaupt reinschreibe.